Getriggert durch Angst, getrieben von Solidaritätsaufrufen, überzeugt von der Aussage wirksam und sicher aus berufenen Mündern, unterzogen sich Millionen von Menschen einer Gentherapie, die ihnen als Impfung verkauft wurde. Viele tragen nun massive Schäden davon, aber sie werden nicht gesehen und nicht gehört. Mit wenigen Ausnahmen kommen sie in der Öffentlichkeit nicht zu Wort. Nicht nur in der breiten Gesellschaft, auch bei Ärzten, in medizinischen Einrichtungen, an Arbeitsplätzen, im Freundeskreis oder in der Familie glaubt man ihnen oft nicht. Eine transparente Berichterstattung über Folgeschäden der sogenannten Impfung ist dringend erforderlich. Mit einer Reihe von sehr persönlichen, künstlerischen Foto- und Filmporträts gibt die Gruppe Kollateral den Geschädigten und Ungesehenen Stimme und Gesicht. Ich bin die Moana. Ich bin 38 Jahre alt und Automobilkauffrau. Am Anfang war ich, was das Thema Impfung betrifft, sehr zurückhaltend. Ich habe gedacht, ach, das brauche ich nicht, sollen mal die anderen machen. Ich bin kerngesund, ich wohne da, wo andere Urlaub machen. Ich bin jeden Tag am Meer, in der frischen Luft. Ich habe ein super Immunsystem, ich bin so gut wie nie krank. Mich haut so schnell eh nichts um. Dort, wo ich lebe, das ist ein Urlaubsort, die Nordseeinsel Sylt. Und Sylt war die sogenannte Modellregion. Es gab nach der heißen Corona-Phase, wo alle im Lockdown waren, gab es wenige Orte in Schleswig-Holstein, die zur Modellregion erkannt wurden und wo dann im Prinzip ganz Deutschland Urlaub machen konnte. Und nachdem wir ja im Lockdown waren und die Insel komplett abgeriegelt wurde und hier wirklich nur Menschen sein durften, die den Erstwohnsitz auf der Insel haben und keine Urlaubsgäste kommen durften und noch nicht einmal Zweitwohnungsbesitzer kommen durften, die hier ein Ferienhaus haben, hier waren wir ja einige Monate wirklich sehr isoliert auf dieser Insel und plötzlich wurde der Hindenburgdamm geöffnet und alle Urlauber aus ganz Deutschland durften wieder kommen. Und dementsprechend ist dann so eine Unruhe entstanden, wo ich dann auch dachte, oh, das ist jetzt, fühlt sich nicht gut an. Jetzt lässt sich plötzlich die ganze Insel impfen und jetzt kommen hier deutschlandweit sämtliche Urlaubsgäste von überall her aus Gebieten, wo wahnsinnig hohe Inzidenzen sind. Jetzt lässt du dich auch impfen. So. Und ja, die Symptome gingen bei mir ziemlich schnell los. Ich hatte nach der ersten Impfung im Juni 2021 massive Kopfschmerzen entwickelt, die ich so nicht kannte. Ich hatte mich für einen neuen Job entschieden und ich hatte in meinem alten Job nur noch knapp 6 Wochen zu arbeiten und hatte auch als Aufgabe, eine neue Mitarbeiterin einzuarbeiten, die meine Aufgaben übernehmen sollte und dementsprechend natürlich diese Verantwortung, dass ich da nach so vielen Jahren sauber aus meinem alten Job rausgehe und die neue Kollegin einarbeite und wollte natürlich auch noch mich von meinen langjährigen Kunden verabschieden und wirklich die letzten Wochen in dem Job genießen mit meinen Kollegen und ja, habe mich dann einige Wochen wirklich hingeschleppt zur Arbeit, einfach nur aus Verantwortungsbewusstsein. Ich merkte zwischendurch schon Tage, das war wirklich an der Grenze des Aushaltbaren. Es ging mir wirklich richtig, richtig schlecht. Und dann habe ich die zweite Impfung auch noch durchführen lassen. Im Nachhinein frage ich mich, warum. Weil ich von vornherein ja wusste, dass ich die erste Impfung schon nicht vertragen habe. Aber wie gesagt, diese Unruhe, die auf der Insel war, die hat mich irgendwie dazu verleitet. Alle haben sich boostern lassen und dann macht man irgendwie mit. Und dann ging es richtig los mit den Symptomen. Also ich habe dann 3 Tage nach der zweiten Impfung im Juli 2021 konnte ich plötzlich kaum noch laufen. Ich konnte mich im Bett nicht mehr von links nach rechts drehen. Ich kam einfach nicht mehr aus dem Bett raus. Ich habe so schlimme Muskelschmerzen gehabt in den Beinen, in den Armen. Kopfschmerzen waren natürlich auch wahnsinnig doll da. Übelkeit, Schwindel. Eine Diagnose, die ich erhalten habe durch die Impfung, ist MECFS.
Das ist die myalgische Enzephalomyelitis. Das ist ein chronisches Fatigue-Syndrom, was das Hauptmerkmal hat einer Belastungsintoleranz. Das heißt, wenn man dann zu viel Aktivität macht, egal ob körperliche Aktivität oder kognitive Aktivität, mentale, geistige Dinge, die man tut, lesen, Papierkram erledigen, Bürotätigkeiten machen, dann kommt halt dieser Crash. Ja. Und dann gibt es Tage, an denen man wirklich ja, nur vor sich hin vegetiert ist und im Bett lag vor Schmerzen und vor Erschöpfung, weil nichts mehr ging. Diese myalgische Enzephalomyelitis, das ist eine schwere neuroimmunologische Multisystemerkrankung, die meistens nach einem Viruseffekt oder aber auch nach Impfung auftreten kann. Und das ist eine Dysregulation des Immunsystems und des hormonellen Systems und des Nervensystems und des Herz-Kreislauf-Systems und auch des zellulären Energiestoffwechsels, also der Mitochondrien. Dazu habe ich dann mittlerweile eine chronische Nierenkrankheit und auch einen Leberschaden, einen Schaden vom Metabolismus. Mein Darm ist zerstört. Ich habe einen mikrobiologischen Befund machen lassen in einem Speziallabor. Das ist alles eine Selbstzahlerleistung. Ärzte haben mir am Anfang kaum geglaubt. Mein Hausarzt, als der dann aus dem Urlaub zurückgekommen ist, hat irgendwann gesagt, ich schreibe dich jetzt nicht mehr krank fürs Nichtstun und fürs Rumsitzen. Alle schulmedizinischen Untersuchungen, die wir gemacht haben, sind ohne Befund. Das ist tatsächlich bei allen Impfgeschädigten so. Mein Hausarzt hat mit mir den klassischen schulmedizinischen Weg abgeklappert. Der hat mich aufgrund der ganzen Symptomatik zum Lungenfacharzt geschickt, zum Neurologen geschickt, zur Kardiologin geschickt. Ich war wirklich bei einigen Fachmedizinern und alle klassischen schulmedizinischen Untersuchungen waren ohne Befund. Genauso wie bei allen anderen Impfgeschädigten auch. Letztendlich hat mich aber auch wirklich nur der Neurologe ernst genommen, weil der viele Patienten hatte mit Beschwerden nach der Impfung. Dann hat mich auch mein Dermatologe sehr ernst genommen, weil der natürlich ersichtliche Dinge an mir als Patientin hatte. Also ich habe plötzlich ganz viele Probleme mit der Haut bekommen, die ich zuvor nie hatte, habe Antibiotikum, was ich vor der Impfung wunderbar vertragen habe, plötzlich nicht mehr vertragen, habe massive allergische Reaktionen bekommen, die laut Packungsbeilage einer von 10.000 hat. Dann habe ich daraufhin ein Antiallergikum bekommen, auch da dann hochallergisch reagiert. Laut Packungsbeilage hat das auch nur einer von 10.000 Behandelten. Dann musste ich dieses Antiallergikum auch abbrechen und dann hat mein Hautarzt gesagt, also dann muss Ihr Körper jetzt von alleine mit klarkommen. Ich traue mich gar nicht mehr, Ihnen irgendwas zu verschreiben, wenn Sie plötzlich auf alles allergisch reagieren, was Sie vor der Impfung wunderbar vertragen haben. Und hatte dann auch massive Probleme mit der Skelettmuskulatur und mit den Knochen und den Gelenken. Mir tat plötzlich mein Iliosakralgelenk weh. Ich habe mit dem Ischias Probleme bekommen. Ich konnte teilweise kaum noch sitzen, weil ich gar nicht mehr wusste, wie, weil mir mein Steißbein so weh tat. Es hat sich angefühlt, als wenn ich ganz, ganz doll auf den Hintern gefallen bin. Aber eigentlich ist gar nichts passiert. Und ja, ich habe halt massiv viele Entzündungen irgendwie im ganzen Körper. Ich habe mittlerweile über 20, also knapp 30 gesicherte Diagnosen, nur durch Blut-, Stuhl- und Urindiagnostik. Dann habe ich einen expandierten TH2-Anteil, also massiv erhöhtes Interleukin 4. Das ist eine Entgleisung des Immunsystems, die zu Schäden an verschiedenen Organen wie Herz, Lunge, Leber und Niere führen kann und auch den Gastrointestinaltrakt betrifft und auch das Nervensystem betrifft und zu unterschiedlichsten Symptomen führt. Also ich habe einen bunten Blumenstrauß an über 50 Symptomen, davon sind jeden Tag so um die 20 Symptome wirklich präsent. Das fängt an beim Tinnitus, der
gefühlt immer da ist, der natürlich mal mehr und mal weniger stark ist. Diverse unterschiedliche Schwindelarten, Lagerungsschwindel, Schwankschwindel, kribbelnde Arme, kribbelnde Beine, so ein Gefühl von Ameisenlaufen auf den Beinen und auf der Haut. Dann schlafen die Beine ein, dann tun sie weh, dann weiß man nicht, sind es jetzt Muskelschmerzen, sind es Nervenschmerzen. Das begleitet mich jeden Tag. Jeden Tag. Von morgens bis abends. Mal mehr, mal weniger stark. Und das ist wirklich massiv. Also ich habe auf jeden Fall eine Histaminintoleranz entwickelt. Ich habe ein Mastzellaktivierungssyndrom entwickelt, was nicht nur sich äußert in Form von Nahrungsmittelunverträglichkeiten, sondern wenn ich einen einfachen Mückenstich habe, dann schwillt die Stelle an meinem Körper plötzlich 20 bis 30 Zentimeter an und ist knallheiß, feuerrot über mehrere Tage und ganz dick, einfach nur von einem Mückenstich. Und die Reaktionen im Körper sind halt einfach massiv. Ich habe eine deutliche mitochondriale Dysfunktion entwickelt, also ein zelluläres Ungleichgewicht. Ich habe mit Sehstörungen zu tun, am schlimmsten Augenfokussierungsstörung im Nahbereich, also alles, was nah dran ist. Ich habe seit 2 Jahren kein Buch gelesen, weil ich das einfach nicht richtig erkennen kann, die einzelnen Buchstaben. Es ist alles verschwommen, ich sehe es doppelt und dreifach. Wenn ich auf meinem Handy irgendwas lesen möchte, ist es genauso. Ich beschränke mich in der Kommunikation mit meinem Umfeld hauptsächlich auf Sprachnachrichten, weil mir das halt deutlich leichter fällt. Und nicht nur wegen der Augenfokussierungsstörung, sondern auch wegen Konzentrationsproblemen, wegen diesem Brain Fog, diesen Nebel im Kopf, den viele Impfgeschädigte haben, wo man einfach ja, wie benebelt ist und Wortfindungsstörung hat und sich auch nicht richtig artikulieren kann teilweise. Ich habe dazu auch noch eine HPU-Stoffwechselstörung entwickelt. Das ist eine gestörte Entgiftungsleistung des Körpers und ja, kann durch akute Vergiftung, zum Beispiel durch Schwermetalle oder auch durch Impfung ausgelöst werden und führt natürlich auch zu massiven Problemen. Ich habe seit Ende 2021 in einem Blutbild Kreatinin erhöht, was auf eine Nierenschwäche und Verletzung der Muskulatur auch hindeutet und Entzündung der Haut verursacht. Es gibt mittlerweile einen Arzt, der mich betreut und behandelt, der sich darauf spezialisiert hat, sich um Impfgeschädigte zu kümmern, der aber mit mir halt nur die Symptombehandlung machen kann. Tatsächlich ist es so, dass ich aktuell 43 Pillen am Tag schlucke, um meinen Körper zu unterstützen, zu entgiften, die Impfung auszuleiten und diese ganzen dysregulierten Vorgänge in meinem Körper wieder ein bisschen in die richtige Spur zu bringen. Aber jetzt nach und nach merke ich an einigen Tagen eine Zustandsverbesserung, die aber auch nur in Form von mehr Energie da ist. Das heißt, ich wache morgens auf und habe endlich mal wieder das Gefühl, ich bin ausgeruht und ausgeschlafen und kann in den Tag starten. Leider ist es aber häufig so, dass der Schein trügt. Ich denke morgens, mir geht's richtig gut. Und dann mache ich zu viel Aktivität, mache einen etwas zu schnellen Spaziergang, gehe zu flott eine Treppe hoch oder etwas zu zügig eine Steigung und merke plötzlich, ich bin doch noch ganz schön krank. Diese Energie, die ich habe durch diese unterschiedlichen Präparate, die ich einnehme, die merke ich wirklich nur in Ruheposition. Also wenn ich auf dem Sofa sitze, wenn ich im Bett liege, ist es mittlerweile alles besser auszuhalten, aber ich bin noch längst nicht gesund. Mein Umfeld hat sehr unterschiedlich reagiert. Ich habe zum Glück ein sehr starkes Umfeld und viele tolle Menschen an meiner Seite, die mir von Anfang an geglaubt haben. Jeder, der mich kennt und weiß, dass ich 4 bis 5 Mal die Woche joggen gegangen bin und viel Sport gemacht habe und plötzlich das nicht mehr konnte, der weiß, die Moana wird doch nicht freiwillig
auf ihr Sport verzichten und freiwillig zu Hause bleiben. Wie gesagt, die meisten waren sehr verständnisvoll. Viele sind es auch heute noch. Es gibt viele Menschen, die sehr für mich da sind, die an den Tagen und in den Momenten, wo es mir sehr schlecht geht, mich auch wahnsinnig gut unterstützen. Natürlich gibt es auch Menschen, die spurlos aus meinem Leben verschwunden sind, plötzlich und unerwartet abgetaucht, weil die mit dieser Situation nicht umgehen können. Also die Hersteller der Impfstoffe haben ja Studien gemacht bei der Entwicklung des Impfstoffs, die zwar sehr, sehr kurz waren. Also so ein klassischer Impfstoff wird ja über 7, 8, 9, 10, vielleicht auch 12 Jahre entwickelt, während die Corona-Impfstoffe ja innerhalb von, ich glaube, noch nicht mal 10 Monaten entwickelt wurden. Und dementsprechend sind die Studien, was die Nebenwirkungen betrifft, ja auch nicht so umfangreich, aber dennoch vorhanden. Und die Hersteller wussten alle genau, was es für Nebenwirkungen gibt, haben das auch der Politik offengelegt. Das heißt, der Politik war bekannt, was alles passieren kann, was es für Nebenwirkungen gibt. Und die haben es einfach unter den Teppich gekehrt. Für die waren einzelne Menschenleben einfach nichts wert. Das merkt man auch jetzt heutzutage, dass den Impfgeschädigten auch nicht geholfen wird. Wir bekommen keine Unterstützung vom Staat und müssen vieles, vieles selber bezahlen, was die Krankenkassen nicht übernehmen. Und das ist wirklich ein Unding, wie da mit der Gesundheit der Bevölkerung umgegangen wurde. Also hätte ich vorher gewusst, was für einen bunten Blumenstrauß an Symptomen ich bekommen kann durch diese Spritze, hätte ich mich niemals impfen lassen. Niemals. Kollateral, ein Kampf um Anerkennung der Schäden nach der sogenannten Impfung. Es muss intensiv nach Heilmethoden geforscht und den Betroffenen die notwendige finanzielle Unterstützung zuteil werden. Wenn Sie unter Nebenwirkungen leiden und ebenfalls erzählen möchten, wie es Ihnen geht, melden Sie sich bitte unter collaterales@posteo.de.